wo soll es denn hingehen? Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbst... Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto.
bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Wer weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig, es anders zu sehen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Der Wagen springt nicht an. Sorry, ich muss mal kurz aussteigen. Ich weiß nicht, was verbuggt ist. Jetzt. Wo war ich gerade? Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Ja, das war wohl... Finde ich jetzt echt doof, also Dietrich fehlt, der Sprit geht nicht leer. Finde ich jetzt echt assi. Ich fand das nämlich voll das tolle Future sogar, muss ich sagen. Aber du musst ja nicht mehr Dietrich knacken. Voll fetzig. Halt, bremsen! So, nicht die rechts. Oh, ein bisschen anschieben. Ist ja nicht mein Auto. Ist ja nicht mein Auto. Ist ja scheinbar ist es noch ganz gut. Ich hoffe, das Schadensmodell hier stimmt auch soweit überein. Sehen wir gleich. Wir könnten. Wartet. Klein Boogie hat eine Idee. Jeeha! Ein bisschen auf der Mauer fahren. Das war. Minimale Kratzer am Fahrzeug. Ja, gut, okay. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Achso, warte mal. Wir parken dann lieber am Hof geschwind. Ich würde gern gehen. Alter! Ich dachte schon, ich war schlimm. Ach, wir haben keine Waffe. Okay, ich wollte auf ihn schießen. Wäre natürlich gut gewesen. Hä? Ach, durchs Fenster einsteigen. Ach, das war das Haus, wo ausgebrannt ist. Jetzt verstehe ich. Oh, böse Erinnerung. Willkommen daheim, mein Junge. Oh oh. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hunde voll? Seine Karre ist der Hammer. Boah,
Ich will dich als Chef von Hollow. Ja, da. Jetzt hat er alles gesehen, könnte sich einfach nicht wehren. Zum Geier. Ja, mein Freund, das sind schlechte Erinnerungen. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Bewältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Bewältigungen auswählen. Niemals! Nicht tödlich, also bitte, aber... Sprich mit Doven, mögliche Verbündete. Draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Als Bunker ist lieber im Safe. Benutze den Safe im Sammys Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in den Brieftaschen gesammelt hast. So, du mal gleich mal was rein. Ich weiß nicht, ob wir noch was haben. Ah, jetzt ist es im Safe. 1200 waren es. Cool. Hier gibt es aber nicht rein zufällig noch was. Vor allem ist die Frage, gibt es das Playboy-Magazin eigentlich noch und das Poster, das man da gesammelt hat, wenn die... Müsste ja eigentlich noch gut sein. Weil das auch jetzt nichts verbrannt hier unten, wie es aussieht. Mal gucken, wo geht's nochmal hoch? Da geht's hoch. Außer aus dem Zimmer und rechts, okay. Steck's mal ein. Da geht's raus, da geht's noch wohl lang. Die Garage, ja, da fehlt unser Auto. Ich bin gespannt, ob man das Haus wieder aufbauen könnte. Das wäre natürlich mega, wenn es gehen würde. Wo auch immer dieser Schlitten herkommt, sieht aber gut aus. Berkeley Exused. Puh, es ist heiß hier im Hollow. Verdammt heiß. Ich rede nicht nur über die Temperatur. Das auch. Hier ist die Stimme des Hollow. Heute reden wir über Sammy Robinson. Nicht nur ein Anführer, sondern ein Quell der Inspiration innerhalb unserer Gemeinde. Zusammen mit seinem Sohn Alice und seinem Adoptivsohn Lincoln Clay hat er alles getan. Ja, ja, möchte ich gar nicht hören. Ich will nur wissen, ob ich da einbrechen kann, Interesse halber. Nee, da geht schon mal nix. Kann ich auf den Balkon? Hä? Warum kann ich sich ja nicht hochziehen? Und dann ah, das ist eine Baustelle, cool. Wisst ihr was? Wir gehen da mal kurz vorbei. Ein bisschen rumschnüffeln. Ist aber auch Haus an Haus, Eck an Eck gebaut, du alter Vater. Auf der Baustelle will ich irgendeinen Poster oder irgendeinen Bleibe vermuten. Also ich für meinen Teil natürlich. Also ich würde was platzieren. Ich möchte jetzt nicht in irgendwelche Klischees reintreten oder so. Aber ich habe früher auch im Bau gearbeitet als Elektriker, von daher. Der sieht aber aus wie eine Tür, wo man rein könnte. Wir aber nicht rein können. Hä? Was ist das? Du hast ausgebaute elektronische Bauteile gefunden. Vielleicht kannst du die mal gebrauchen. Ah! Jetzt verstehe ich. Hi. Wie geht's? Oh, können wir quatschen? Hey. Tut mir leid. Oh, mir auch.
Tut mir leid. Mir auch. Komm mal. Oh, was soll das? Was denn? Hä? Die ist tot? Scheiße. Alter, bring die weg. Die sind umgefallen. Leg die hier ab. Nicht gestürzt, ne? Hat rumgespielt auf einer Baustelle. Eltern haben 5 ihre Kinder. Oh, oh. Ey, wehe, Leute. Wehe. Ich hab nichts gesehen, ne? Scheiße. Jetzt mit dem Reifenknirschen finde ich so übertrieben, sorry. Aber wenn es natürlich früher so war, dass die Reifen nur noch durchdreht hätten. Wer im Krumm kam, saß tief in der Scheiße. Und konnte froh sein, wenn er mit dem Leben davon kam. Aber vor allem war Sammy einer von uns. Er war unser Krimineller. Und heute? Heute sind diese weißen Arschlöcher da draußen in unseren Vierteln. Machen uns fertig, prügeln uns, bis wir fast tot sind. Oder manchmal sogar noch mehr. Das darf so nicht weitergehen. Das wird so nicht weitergehen. Und wenn die Stimme des Hollow spricht, dann hört gut zu, solange ihr noch könnt. So, hier ist vom Einparken. Ich habe gerade nur noch zugehört. Ich bin gerade zu leise. So, guck, schön eingeparkt. Ha, traumhaft. Wie sieht es aber hier? Ich will durchrennen. Ich werde hier verleitet, ihm alles anzugucken. Take a break from it all. Coffee! Oh, ein Kaffee ist echt was Feines. Lalala. Lalala. Die sind mich jetzt ein bisschen an Payday. Die Position hier und alles. Kann ich da runterspringen? Hui! Okay, da hinten ist aber nichts. Da hinten geht's noch wohl lang. Ich will nicht die ganzen Heftchen sammeln. Das habe ich nicht in Mafia 2 auch gemacht. Sondern zumindest damals auf der Blazy. Auf dem PC. Ich wollte es eigentlich so aufnehmen, dass sie das Mafia 2 dann endet. Also komplett aufnehmen. Das Mafia 2 dann endet, wenn Mafia 3 rauskommt. Nur auf der PC-Portierung ist so ein Scheiß. Das ruckelt und leckt so dermaßen. Egal mit was ich es aufgenommen habe. Selbst wenn ich es nicht aufnehme, hängt das. Und sorry, ich glaube bei einem 8-Kerner mit 8 Threads. 4 GHz Taktung, 32 GB RAM und einer GTX 89 Ti. Glaube ich das? Liegt es halt an der Rechenleistung. Wo könnte ich noch mehr Schmuddelheftchen finden? Alter, theoretisch könnte er drüber aufs Dach springen, aber naja, er macht's halt nicht. Cool, das geht. Ist das Loch jetzt auch noch da? Gott, wie die rumbrüllt, scheiße. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Mhm. Okay. So. Wie in alten Zeiten. Ich will jetzt einmal durchrushen, das Spiel. Hui!
Story-Auftrag, CAI. Was gibt's denn hier noch? Das ist unser Haus. Ich will nicht von Dings zu Dings fahren. Das stört mich. Frau James hat ein Zimmer hinter der Kirche des früheren Waisenhauses. Okay. Ich glaube, wir kommen schon noch einiges rum. Ich will es aber nicht immer instant überall rumtuckern und mir alles angucken und überall rumpacen von Auftrag zu Auftrag. Interessant, der Stromkasten da vorne außerdem. Ich glaube, auf die gibt es keine GEMA-Probleme, Scheißkäse hier schon schräg durch. Klar, ich kann als gläubiger Mensch nicht in die Kirche. Sehr interessant. Hier geht auch nichts. Was, war da irgendwas? Ach ne, ist von einem Scheinwerfer. Okay, ich dachte gerade. Ab hier ist echt nichts. Ich erwarte hier immer eigentlich relativ viel überall. Ich hätte gerne den Käfer mal. Jo, schlag halt ein, läuft. Ja, ist okay von der Beschleunigung. Ist okay, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Alarmanlagen oder so. Da ist ja dann... Hui, wurden gedreht, dankeschön. Medizinschrank, manchmal fliegt man auch irgendwo noch was auf. Das ist etwas merkwürdig noch. Kommt er jetzt zu uns? Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Wusste ich nicht. Ich bin, blind. Ah, Restroom, da kommen wir aber rein. Ist nur ein WC, ist ja schön. Gucken wir uns auf jeden Fall mal das. Der ist da. Kann ich ja nichts klauen. Hey, da geht's für dich nicht lang. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Warum kann ich da nichts aus der Kasse klauen? Ach, hab ich. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Sehr cool. Okay, dann klappt es. Muss man eigentlich nur ein bisschen abwarten, gerade wenn es abends ist oder so. Wenn wenige da sind. So, dock mal kurz an. So, zack, nehmen wir mal mit, ne? Oh, schön, Jack Schur drin. Na, das wollte ich jetzt nicht. 5 war's. Na, sieht doch gut aus, hier, ne? Wunderbar. So, wenn wir es angedockt hatten, machen wir weiter. Ich will mich auch ein bisschen umschauen, deswegen, ich fahre ein paar Umwege jetzt an sich, ne? Muss ich dir dazu sagen, weil ich pace jetzt einfach von der Story durch. Wir haben so eine riesige Stadt, meine. Guck mal. Ach, da oben? Nee, das sind nur Bullen. Okay, ich dachte gerade. Oh, aber da ist wieder irgendwo. Ah, da ist wieder ein Laden. Sehr schön. That Business for Sale? Ups. Hab's offen. Lalala.
Dass wir einfach einbrechen jetzt, finde ich ein bisschen... Oh, es gibt auch eine Hintertür. Okay, gut, das sollte ich mir das nächste Mal vielleicht merken. Lass mir die Hintertür nehmen. Okay, können wir vielleicht auch Läden kaufen später? Das wäre cool. Aber ich glaube, ich kann nur 3 Medipacks mitnehmen als Gefühl. Deswegen war da gerade so ein X dran. Was? Entschuldige auch. Komm nicht rein. Officer, ich hätte eine Frage. Was? Was? Wie viel Uhr haben wir? Ja, du hast geraucht, du stinkst. Ich glaube, der ist schwul. Hat nichts gegen Schwule, aber... die zu der damaligen Zeit hätte ich noch ein bisschen Schiss gehabt. Ich glaube, wir fahren weiter. Was? Ist das eigentlich schlimm, wenn wir die kurz anrempeln? Jetzt nur mal rein theoretisch. Planning. Okay, wir fahren jetzt da mal kurz vorbei. Fahren hier einmal so im Kreis. Okay? Gut. Sehr schön. Pass auf, ich habe vor wie Käfer und zukünftigen Flug gesehen. Wo noch keine erhöhten Abgaswerte hatte. Ui, sorry. Ui, das war aber scharf. Wir hier ein bisschen lang tun, vielleicht finden wir hier unterwegs was. Irgendwelche Schrottteile oder so. Stimmt, das kann man nicht von der Baustelle finden. Gibt es hier noch eine Baustelle? Auf jeden Fall würde ich da kurz im Hafen mal kommen. Ich kann vorbeichecken und hier jetzt gerade. Ups! Yo! Kann ich da drin schwimmen oder kommt da ein Alligator und frisst mich? Also, ganz blöde Frage jetzt, aber das gibt ja... Ich glaube, ich werde gleich gefressen. Aber das gibt ja noch mehr Möglichkeiten, oh Gott! Oder kommen wir ins Sumpfgebiet rein? Ich glaube, wir fahren mal mit dem Boot durch. Doch, doch, ich glaube, wir klauen uns mal ein Boot mit Anhänger, schieben es da rein, kaufen uns natürlich eins, meine ich. Was würde ich was klauen? In dem Spiel! Ich! Hab mir ein Fable Anniversary gesehen. Ich habe niemals was geklaut. Ich war voll der gute Mensch. So gesehen. Irgendwie. Hä? Ja, dann tritt um. Ach, der tappt nimmer Sache kaputt. Mensch, Kind. Oh! Halt, ich verstehe! Ein Lauf und Sprung! Woo! Hat geklappt, sehr schön. Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat.